Markets. Herr Stanzer, schönen guten Tag nach Frankfurt. Wir beginnen aber mit dem Blick auf den Gesamtmarkt. Der DAX scheint einen Boden gefunden zu haben oder täuscht das hier gerade? Das ist die große Frage. Ist das ein Bounce, wie man so schön sagt? Geht es da jetzt erstmal kurz nach oben, um danach dann den richtigen Abverkauf in Richtung der 8.3 zu starten? Oder ist das schon der Boden? Es gibt drei Indizien, die dafür sprechen, dass es ein Boden sein könnte. Ein Indiz ist die Charttechnik. Schauen wir uns die US-Märkte an, den S&P 500-Index. Da ist ja die analoge Marke zu dieser 9.3, die jetzt im DAX schon gebrochen wurden, sind die 18.25 im S&P 500 für amerikanische Standardaktien. Dieser S&P 500 hat diese 18,25 noch nicht gebrochen, hat dort bullische Kerzenmuster ausgebildet, hat damit die Möglichkeit, potenziell hier einen Doppelboden auszubilden. Das ist das eine. Zum anderen haben wir die Privatinvestoren und institutionellen Investoren. Wenn man sich das Sentiment anschaut, die Stimmung der Privatanleger, die rechnen mehrheitlich damit, dass es weiter nach unten gehen wird. Der Bärenanteil bei amerikanischen Privatinvestoren ist auf dem höchsten Stand seit 3 Jahren. Wenn also die Mehrheit damit rechnet, dass es jetzt noch weiter runtergehen wird, das ist oft der Moment, wo dann eine Rallye kommt an den Märkten. Und die negative Stimmung haben wir auch bei institutionellen Investoren. Es gibt eine Umfrage unter globalen Fondsmanagern, die zeigt, dass jetzt die Allokationen, die sie jetzt neu in Aktien tätigen wollen, also die Aktienzukäufe, diese Pläne sind auf dem tiefsten Niveau seit 2012. Also auch die halten sich zurück. Das ist alles aus Contrarian-Sicht, aus antizyklischer Sicht. Spricht es dafür, dass es möglicherweise einen Boden geben könnte an den Märkten? Auch wenn der Ölpreis weiter fallen sollte, gestern haben wir es ja gesehen, kräftigen Rücksetzer wieder beim Öl, nachdem die Drosselung eben nicht gesenkt wurde, sondern nur eingefroren wurde auf dem Januarniveau. Jetzt kommt der Iran, sagt, na, wir wollen doch ganz gern weiter fördern, exportieren und natürlich damit auch uns Geld verschaffen. Wie geht's weiter? Was ist zu halten von diesen Beschlüssen gestern? Ja, die ersten Tanker aus Iran sind ja schon nach Rotterdam unterwegs. Die wollen natürlich zurück, die wollen das Geld, die brauchen das Geld für den Staatshaushalt. Deswegen, da hat man sicher jahrelang darauf hingearbeitet, dass diese Sanktionen fallen. Warum sollten sie jetzt darauf verzichten? Das war das Zünglein an der Waage, was dann letztendlich diese Verhandlungen in Doha hat scheitern lassen. Deswegen gestern der Ölpreiseinbruch. Aber auch da positives Signal. Schaut man sich die Energieaktien an der Wall Street. Die hatten gestern trotz dieses dynamischen Preisverfalls beim Ölpreis einen Plus gezeigt. Das heißt also, bärische Nachrichten und trotzdem werden diese Aktien gekauft. Das könnte darauf hindeuten, dass hier eine gewisse Resistenz auch schon an der Wall Street diesem Ölthema, dieser Ölangst gegenüber entstanden ist. Ein positives Zeichen. Und ein sehr positives Zeichen ist schon der Chart beim Gold. Da kann man ganz schnell erkennen, dass es da wirklich gut läuft, spätestens seit Jahresanfang. Die Tiefs bei 1050 haben wir bisher gesehen. Da können wir auch die Frage stellen, Bounce oder Boden? Absolut richtig. Also da hatten wir schon einen Short Squeeze. Wir hatten ja einen 40-Dollar-Kurssprung jetzt in der letzten Woche gehabt. Seither sehen wir da eine gewisse Beruhigung. Auch deswegen, weil ja die Flucht in Sicherheit hier und die Nachfrage nach dem sicheren Hafengold auch erstmal nachgelassen hat, weil wir so ein bisschen eine Stabilisierung halt einfach an den Aktienmärkten haben, vor allem an der Wall Street. Da sind ja viele Anleger aus dem US-Dollar-Raum in Gold reingegangen, aus Aktien von der Wall Street rausgegangen in Gold rein, weil sie erwartet haben, dass nämlich diese zentralen Unterstützungen, ich hatte sie genannt, eingangs 18,25 im S&P 500-Index, dass die brechen und dass es dann zu dem Sell-off, zu dem Ausverkauf kommt. Das ist nicht passiert, deswegen nehmen da die Ersten wieder Geld vom Tisch, gehen aus Gold wieder raus und zurück in Aktien. An der 18,25, wenn man es ganz einfach halten will, im S&P 500-Index werden sich die Geister für die Märkte scheiden, meiner Ansicht nach. Dann warten wir auf die Marke. Dankeschön, Jochen Stanzel von CMC Markets und schönen Tag Ihnen. Gerne ebenso.